Hallo ihr Lieben, es ist jetzt endlich Ende Mai und ich, die Andrea, kann jetzt auch wieder im Freien arbeiten hier heraus. Ich sitze nach wie vor in meinem Homeoffice in Bregenz und ich bin ja die BIFO-MINT-Koordinatorin und wir haben heute ein ganz ein spezielles Thema. Unser Thema ist heute unter Strom. Strom, das brauchen wir praktisch überall in unserem Leben. Wir haben es auch überall in unseren Wohnungen und ohne Strom läuft so ziemlich gar nichts bei uns im Hause. Also wir könnten kein Handy laden, wir könnten keinen Kaffee kochen, wir könnten nicht Fernsehen oder PlayStation spielen. Und ja, wir würden auch kein Wasser in unseren Wohnungen haben, weil das Wasser auch über Pumpen zu uns heraufkommt. Und was es jetzt mit dem Strom so alles auf sich hat, das ist unser heutiges Thema. Und da schauen wir jetzt auch gleich einmal hinein. Heute mache ich das Ganze natürlich nicht alleine, weil bei Strom, da gibt es in Vorarlberg jemanden, der das ganz, ganz viel drüber weiß. Und zwar, das ist die Firma Illwerke VKW. Das ist im Prinzip die Firma, von der wir in Vorarlberg alle unseren Strom bekommen zu Hause. Die Illwerke VKW hat mir auch noch einen ganz tollen Experten zur Seite gestellt, und zwar den Michael Vögel. Den stelle ich euch jetzt dann gleich vor. Und der Michael Vögel hat auch noch zwei große Helfer mitgebracht, die uns heute auch zum Schluss dann noch ein ganz tolles Experiment zeigen können. Und jetzt gehen wir mal gleich auf den Hof der Illwerke VKW zu Michael und seinen beiden Helfern. Hallo zusammen, mein Name ist Michael Vögel. Ich bin beschäftigt beim Arbeitskreis Schule Energie von Illwerke VKW. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie man Strom produziert auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich bin Elias Vögel und ich gehe in die erste Klasse in Volksschule Hohnems und bin 7 Jahre alt. Im der Linus und ich bin 9 Jahre alt. Ich gehe in dritte Klasse und ich gehe in die Volksschule Markt. Heute befassen wir uns mit dem Thema elektrischen Strom. Wir stellen uns die Frage, wo kommt der Strom her? Seit wann gibt es eigentlich Strom in Vorarlberg? Wie wird er erzeugt und wie verbrauchen wir ihn? Wenn wir jetzt so mal in unsere Wohnungen schauen, dann kommt der Strom eigentlich aus der Steckdose, oder? Also wenn wir Strom brauchen für unser Handy oder für das Bügeleisen, dann gehen wir zur Steckdose und stecken das Gerät an. Es war aber jetzt nicht immer so, dass wir einfach eine Steckdose im Haus hatten. Und zwar 1896, also vor über 120 Jahren, begann der Kraftwerksbau erst in Vorarlberg. Vorher hatte man in den Wohnungen Gaslampen, man hatte Kerzen und es gab schon ein paar so kleinere Kraftwerke, die man so gebaut hat, aber so richtig große Kraftwerke wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Und zuerst wurden sie aber nicht gebaut, damit die Leute es gemütlich hatten in ihren Wohnungen, sondern zuerst wurde Strom für die Industrie gebraucht. Und zwar in Vorarlberg wurde hier Strom für die Spinnereien und die Textilfabriken zum Beispiel gebraucht. Aber später wurde der Strom dann auch für andere Abnehmer freigegeben. Eins der allerersten Kraftwerke, die aus dieser frühen Spinnereizeit noch stammt, das ist das Kraftwerk in Kennelbach. Ein anderes in Vorarlberg, das auch schon sehr alt ist und das auch für die Textilindustrie verwendet wurde, um dort den Strom für die Spinnereien zu haben, das ist das Kraftwerk, das am Ausgang der Bürser Schlucht steht. Also wenn ihr mal in Bludenz seid, dann fahrt mal nach Bürs, geht in die Bürser Schlucht, am Anfang gleich neben dem Parkplatz, da seht ihr ebenfalls so ein altes Kraftwerk. Der Pionier des elektrischen Stroms in Vorarlberg ist Friedrich Wilhelm Schindler. Der hat in Kendelbach gewohnt und der hat auch in Kendelbach das Kraftwerk gebaut. Und 1887 hat er die Villa Grünau, sein Wohnhaus, errichten lassen. Und dieses Haus wurde dann bald als das elektrische Haus bekannt. Er hat damals nämlich schon elektrische Küchengeräte verwendet und hat auch eine elektrische Heizung eingebaut. Auch gab es schon einen elektrischen Staubsauger. Das war zu der damaligen Zeit schon etwas ganz Besonderes. Das Haus, das steht übrigens heute immer noch. Heute ist dort das Gemeindeamt in Kendelbach
untergebracht. Und 1901 hat er jetzt die Elektrizitätswerke Jenny und Schindler gegründet. Und mit dem Kraftwerk Rieden, das dann auch gebaut wurde, bekamen die Straßen in Bregenz eine elektrische Beleuchtung und die Stadt Bregenz wurde quasi unter Strom gesetzt. Das heißt, die Haushalte bekamen auch elektrischen Strom. Wie wird der Strom erzeugt? Also in Vorarlberg wird der Strom zum Großteil aus Wasserkraft gewonnen und zwar 97%. Also das ist schon sehr, sehr viel. Der Rest des Stroms in Vorarlberg kommt hauptsächlich aus Solaranlagen, die viele Leute auf ihren Dächern haben. Und dann gibt es noch ein bisschen Wind. Aber eigentlich haben wir 97% fast alles an Strom in Vorarlberg aus der Wasserkraft. Jetzt schauen wir uns mal so ein Wasserkraftwerk an. Und zwar gibt es das erste Element, das sind die Turbinen. Diese Turbinen, das sind eigentlich ganz einfache Wasserräder. Diese Wasserräder, die werden in den Wasserstrom hineingehängt. Dann drehen sich die Schaufeln und bringen die Turbine in Bewegung. Und da schauen wir uns jetzt mal eine Turbine an. Das ist die sogenannte Pelton-Turbine. Wenn man die von der Seite anschaut, dann ist das so eine große Scheibe mit den Schaufeln. Man sieht hier sehr, sehr gut diese Schaufeln. Und man sieht aber auch, die haben hier so Zähne am Rand. Und wie genau so eine Pelton-Turbine funktioniert, das erklärt mir jetzt der Michael wieder beim Hof der VKW. So, wir sehen jetzt hier im Hintergrund eine sogenannte Pelton-Turbine. Die Pelton-Turbine ist nichts anderes wie ein großes Wasserrad, das an einen Generator gekoppelt ist und Strom produzieren kann oder die Kraft, die hierbei gewonnen wird, mit der wird Strom produziert. Wir sehen nachher noch andere Turbinenarten. Dies ist eine davon. Und woher kommt diese Turbine? Diese Turbine stammt ursprünglich aus dem Kraftwerk Vermund und wurde stillgelegt, wurde ersetzt durch neue Pelton-Turbinen. Warum wird die jetzt Pelton-Turbine genannt? Die Pelton-Turbine wurde erfunden vom Lester Pelton aus der USA und wird eigentlich weltweit jetzt eingesetzt, da sie einer der effektivsten Wirkungsgrade besitzt. Dann schauen wir da mal genau an. Was sehen wir da? Wasser? Wir sehen hier Schaufelräder, in die das Wasser hineinspritzt aus den Druckrohrleitungen. Und die bewegen dann schlussendlich das ganze Wasserrad. Ihr habt jetzt gesehen, diese Turbinenräder, diese Pelton-Turbinenräder, die sind schon ganz schön groß. Also wenn sich das mal in Bewegung setzt, das wiegt auch einige Tonnen, da ist schon etwas los. Eine andere Art der Turbine, die im Einsatz auch immer wieder ist, ist die sogenannte Francis-Turbine. Die schaut ein bisschen anders aus, wenn wir uns das anschauen, und die ist auch für einen anderen Einsatzzweck gedacht. Bei der VKW kann man jetzt dann auch noch eine andere Turbine sehen, und zwar die sogenannte Kaplan-Turbine. Und da erklärt mir jetzt auch wieder der Michael, was es mit dieser Kaplan-Turbine auf sich hat und wofür die genau verwendet wird. Hier im Hintergrund sehen wir eine sogenannte Kaplan-Turbine. Die wurde von Viktor Kaplan erfunden und hat sich patentieren lassen. Wird schon seit Jahrzehnten in Flusskraftwerken eingesetzt und auch bei Illwerke VKW sind solche in Betrieb. Das nächste Teil, das wir brauchen, um Strom zu erzeugen, das ist der sogenannte Generator. In diesem Generator haben wir Spulen, wir haben Elektromagnete drinnen und die Bewegung des Wasserrades wird hier genutzt, um im Generator Strom zu erzeugen. Wie so ein Generator in der umgekehrten Richtung funktioniert, das zeige ich euch jetzt in einem Experiment. Und zwar machen wir im Prinzip genau das Umgekehrte. Das heißt, wir werden Strom verbrauchen und den in Bewegungsenergie umsetzen. Für unseren umgekehrten Generator brauchen wir jetzt Folgendes, und zwar so Scheibenmagnete. Seht ihr das? Das sind so kleine Scheiben. Und da brauchen wir 3 Stück. Die sind aus Metall. Die fliegen gleich zusammen. Und die stellen wir jetzt mal
auf einen Stoß zusammen. Dann haben wir hier so einen kleinen Block. Weiters brauchen wir eine Batterie, eine ganz normale Batterie. Ich stelle die da jetzt drauf. Ihr seht schon, die ist da unten magnetisch und die fällt dann gleich drauf. Und dann brauchen wir noch Draht. Und zwar, das ist so ein ganz normaler Kupferdraht, der so mit einer Ummantelung versehen ist. Und ihr seht schon, ich habe den gebogen. Ich habe den an den Enden, habe ich ein bisschen von der Plastikhülle runtergetan und habe ihn dann gebogen. Und zwar so in einer Schleife. Und zwar, diese Schleife soll genau hier so über die Batterie drüber passen. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut sehen. Den oberen Teil habe ich so angepasst, dass hier der Draht so ein bisschen nach innen gebogen ist. Seht ihr das? Das macht hier so eine kleine Schleife und mit einem Spitz nach unten. Und auf der anderen Seite habe ich ihn hier so ein bisschen reingedrückt. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Und zwar, wir stellen jetzt diesen Draht hier oben drüber. Wichtig ist, der untere Teil, hier dieses untere Stück, das soll hier an den Magneten entlang laufen. Und das obere mit diesem Spitzel soll auf dem oberen Spitzel der Batterie balancieren. Und jetzt passiert im Prinzip nichts anderes, als dass wir die umgekehrte Bewegung eines Generators machen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier Strom aus der Batterie heraus und bringen diesen Draht in Bewegung. Beim Generator passiert es dann umgekehrt, das heißt, wir bringen hier diese Schleife in Bewegung und der Strom fließt in die Batterie hinein. So, und jetzt probieren wir das Ganze gleich einmal so drauf zu stellen und ihr seht schon, das fängt an sich zu drehen. Ja, ich glaube, das sieht man ganz gut. Schaut einmal her, ich gehe da jetzt da hier mal mit der Kamera rundherum. Jawohl, das dreht sich ganz, ganz wunderbar, oder? Das wird sich jetzt so lange drehen, solange die Batterie tatsächlich Strom hat. Also ein ganz spannendes Experiment, das man ganz leicht zu Hause nachbauen kann. Strom können wir mit Wasser auf unterschiedliche Art und Weise erzeugen. Die einfachste ist, wir hängen ein Wasserrad, eine Turbine, in einen Fluss oder in einen Bach. In einem Bach braucht man natürlich ein kleineres Wasserrad, in einem Fluss braucht man nicht nur eins, sondern viele, viele Wasserräder, um hier Strom zu erzeugen. Das Bild, das ihr hier seht, das ist von einem großen Flusskraftwerk an der Donau in Ottensheim bei Linz. Dort wird die Donau aufgestaut und auf der unteren Seite, und das ist ja dieser Bereich, den wir hier sehen, da fließt das Wasser wieder zurück in die Donau. Zwischen hier haben wir den Staubereich und dort haben wir auch die Turbinen und dann auch den Generator sitzen. Und wie so ein Kraftwerk jetzt im Detail ausschaut, das sehen wir hier jetzt auf dieser Skizze. Auf dieser Skizze sehen wir, dass das Flusskraftwerk aus zwei Bereichen besteht, dem sogenannten Oberlauf, den haben wir hier, dem Unterlauf. Im Oberlauf fließt das Wasser hin und hier wird eine Staumauer errichtet, damit das Wasser hier etwas langsamer wird. Dann machen wir hier schmale, enge Kanäle hier hinein und dann tritt das durch eine ganz kleine Öffnung, tritt das Wasser hier auf die Turbine. Und ihr seht schon, was wir hier für eine Turbine haben, und zwar eine sogenannte Kaplan-Turbine. Diese Kaplan-Turbine, die steht senkrecht und dreht sich. Ober zur Turbine haben wir den Generator, der dann den Strom erzeugt. Das Wasser, das hier herauskommt, schießt hier aus dem Unterlauf heraus. Und das ist das, was ihr auf dem Bild vorher gesehen habt, wo es so Wellen gegeben hat im Auslauf. Wir befinden uns jetzt hier beim Kleinkraftwerk Rieden. Das ist ein sogenanntes Laufwasserkraftwerk, bei dem Wasser von der Bregenzer Ach abgezweigt wird und über einen Kanal rübergeführt wird, hier ist aufs Gelände von Illwerke VKW. Das Wasser wird aufgestaut und ist ungefähr 7 Meter höher als in dem Punkt, wo das Wasser dann runtergeführt wird. Also das Gefälle beträgt 7 Meter. Auf diesem Gefälle, dazwischen befindet sich natürlich eine Turbine. Das Wasser fließt hier über eine Kaplan-Turbine in die Tiefe und diese Kaplan-Turbine treibt einen Generator an, mit dem dann Strom produziert wird. Der Strom, der hier produziert wird, reicht circa für 1000 Haushalte
im Jahr aus. So ein Flusskraftwerk ist natürlich etwas Praktisches. Es liefert uns das ganze Jahr über konstant Strom. Nicht ganz konstant, aber ein bisschen. Ihr seht hier, warum es nicht ganz konstant ist. Es ist natürlich ein bisschen sehr stark übertrieben gezeichnet, aber im Prinzip stimmt das. Im Winter haben wir natürlich wenig Regen. Das heißt, hier fällt der Niederschlag in Form von Schnee und der bleibt dann auf den Bergen auch liegen. Und wenn die Schneeschmelze eintritt, dann seht ihr, das könnt ihr auch bei den Flüssen beobachten, dass der Wasserspiegel ansteigt. Und je höher der Wasserspiegel ist, desto mehr Strom kann natürlich produziert werden, weil einfach mehr Wasser zum Kraftwerk fließt. Auch haben wir im Sommer oft die größeren Regenmengen. Das heißt, hier steigt der Wasserspiegel dann noch einmal an. Im Herbst hinein, beziehungsweise in den Winter, wenn es dann wieder zum Schneien beginnt, dann nimmt der Wasserspiegel auch ab. Das könnt ihr auch ganz gut beobachten an den Flüssen, die hier durch das Land ziehen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein bisschen einen gegenläufigen Stromverbrauch haben, wie es uns so ein Wasserkraftwerk liefern kann. Und zwar, schaut da mal her, überlegt mal, im Winter brauchen wir meistens mehr Strom. Es wird früher finster und am Tag, das heißt, wir drehen früher das Licht auf, wir müssen etwas mehr heizen, wir trinken vielleicht mehr Tee und da müssen wir auch mehr Wasser kochen. Im Sommer ist es lange hell, da brauchen wir wenig Strom für Licht, wir kochen auch nicht mehr so viel, weil wir auch öfters mal grillen können oder auch mal nur Salat essen und da brauchen wir auch nicht so viel Strom. Das heißt, wir haben hier, wenn ihr das anschaut, zwischen diesen beiden Kurven, die eine Kurve, die lilane, das ist das, was uns das Wasserkraftwerk liefert und die orange Kurve ist die, die wir selber verbrauchen. Das heißt, ihr seht hier, haben wir im Sommer verbrauchen wir ein bisschen weniger Strom und im Winter brauchen wir mehr. Wie ist denn das jetzt eigentlich über den Tagesverlauf? Schauen wir uns das auch mal an. Wie sieht das Ganze jetzt über den Tag verteilt aus? In der Nacht, da haben wir wenig Stromverbrauch. Hier haben wir maximal die Straßenlaternen und ein paar Ampeln, die tatsächlich noch laufen. Aber ansonsten haben wir es dunkel, wir schlafen. In der Früh geht es dann los mit dem Stromverbrauch. Hier haben wir die erste Spitze. Und zwar, wir stehen auf. Wir kochen Kaffee, wir drehen das Licht auf, wir drehen das Radio an und wir machen uns dann auf den Weg in die Schule. In dieser ersten Zeit hier brauchen wir sehr, sehr viel Strom. Zum Mittag steigt der Stromverbrauch auch wieder an. Natürlich, hier wird gekocht. Und am Nachmittag bzw. am Abend gibt es noch einmal so einen Peak und der ist noch etwas dicker als der großen Erhebungen, die wir in dazwischen haben, weil wir am Abend natürlich dann lange auch zu Hause sind, wir drehen den Fernseher auf, wir haben das Licht an, wir kochen, wir schalten die Waschmaschine ein. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Dinge, die hier tatsächlich Strom brauchen. Und das ist jetzt natürlich auch nicht so ganz praktisch mit unserem Flusskraftwerk, oder? Schauen wir uns das mal an. Was liefert uns denn jetzt das Flusskraftwerk? Ah, ihr seht schon, die grüne Linie, das ist der Strom, das uns das Flusskraftwerk liefern kann. Aber das reicht nicht an diesen Spitzenzeiten. Und daher brauchen wir sogenannten Spitzenstrom. Und wo bekommen die denn jetzt her? Und zwar aus den sogenannten Pumpspeicherkraftwerken. Diese Pumpspeicherkraftwerke, die sehen wir ganz stark, wenn wir in die Berge fahren. Und zwar, wenn wir gerade ins Montafon fahren, da glaube ich, können wir 10 oder 12 solche Pumpspeicherkraftwerke sehen. Das Kraftwerk sieht man meistens eigentlich nicht. Man sieht eher das, was außen davor noch liegt. Beginnen tun wir mit unserem Pumpspeicherkraftwerk immer mit dem Oberbecken. Das ist das Bereich, den wir auch immer gut sehen, wenn wir in den Bergen unterwegs sind. Das sind nämlich die Speicherseen. Diese Speicherseen sind zum Beispiel der Lühnersee, der Silvrettsee, der Kopfsee oder wenn wir auch in das Klostertal gehen, dort haben wir auch Stauseen. In diesen Stauseen wird das Wasser gespeichert und dann geht das Wasser, fährt dann über eine sogenannte Druckrohrleitung. Das sind ganz, ganz dicke Rohre, die meisten haben so 3 bis 4 Meter Durchmesser, saust das Wasser mit einer riesengroßen Geschwindigkeit hier hinunter in das sogenannte Krafthaus. Und im Krafthaus haben wir dann die Turbine und den Generator stehen.
Das Wasser, das hier durchfließt, muss jetzt natürlich noch irgendwo hin und das ist das sogenannte Unterbecken. Und in diesem Unterbecken wird das Wasser gesammelt. Jetzt könnte man sagen, naja, also was passiert denn dann mit dem, jetzt haben wir das Wasser alles im Unterbecken und der Obersee wird langsam leer. Nein, das Wasser, das wir im Unterbecken haben, wird in der Zeit, wo wir jetzt diesen Spitzenstrom nicht benötigen, wird es dann wieder hinaufgepumpt. Und das funktioniert ganz einfach, indem wir das Wasserrad dieser Turbine einfach in die andere Richtung laufen lassen und dann wird das über eine kleine dünne Leitung, wird das Wasser dann wieder hinauf in das Oberbecken gepumpt. Ich zeige euch jetzt auch noch ein paar Bilder, wie das ausschaut in der Natur. Und zwar hier haben wir mal den Lühner See, das kennt ihr sicher einige von euch, ist auch im Moment zum schönsten Platz Österreichs gewählt worden. Und wir sehen hier im Hintergrund die Staumauer. Und da von diesem Obersee, haben wir gesagt, geht es über die Druckrohrleitungen, das ist jetzt vom Kraftwerk in Wald, geht es jetzt dann hinunter in das Krafthaus. Und ihr seht schon, wenn ihr die Bäume neben diesem Bild anschaut, das sind schon ganz dicke Bäume und da seht ihr auch, wie dick diese Rohrleitungen sind. Bei den moderneren Kraftwerken werden diese Rohrleitungen in den Berg verlegt, zum Beispiel bei dem Kopswerk 2, da hat man hier einen, ich glaube, 1200 Meter langen Tunnel gegraben, um die 4 Meter langen Druckröhren hier im Berg unterzubringen. Untersee, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus Latschau, da wird das Wasser dann gesammelt und dann wieder nach oben gepumpt. Und diese Pumpspeicherkraftwerke, die decken uns eben genau diese Stromspitzen ab. Wo haben wir jetzt überall Kraftwerke? Ich habe jetzt mal hier die Karte der VKW-Ilwerke gezeigt. Und zwar sehen wir hier, dass es im ganzen Land an den Flüssen Wasserkraftwerke gibt. Aber, und ihr seht es hier gerade im Montafon, haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Pumpspeicherkraftwerke, die uns den Spitzenstrom liefern. Wo haben wir jetzt im Haus überall Strom? Eigentlich überall. Von unserem Handy, von unseren Jalousien, die wir rauf und runter geben. Wir haben vielleicht eine Satellitenantenne. Wir haben eine Heizung im Haus. Wir haben eine Schließanlage. Vielleicht habt ihr ja auch zu Hause so eine Schließanlage, wo man auf Knöpfe drücken muss, damit das Haus aufgeht. Wir haben alle möglichen Elektrogeräte, von der Waschmaschine bis zum Geschirrspüler. Unsere Computer brauchen Strom, unsere Heizung braucht Strom. Wenn wir Musik hören, wenn wir das Licht aufdrehen, also wirklich ganz, ganz viele Bereiche brauchen bei uns Strom. Und wenn wir jetzt versuchen, mal rauszufinden, wie viel Strom wir tatsächlich brauchen, dann können wir den Strom einerseits mal messen mit einem Strommessgerät oder wir probieren es mal mit Muskelkraft. Der Elias und der Linus, die haben jetzt mal probiert, wie viel Strom wir mit Strampeln treten auf einem elektrischen Fahrrad produzieren muss, damit wir eine LED-Lampe, eine Glühbirne oder einen elektrischen Föhn in Gang bringen können. Und die haben ganz schön geschwitzt. Das war, glaube ich, ganz, ganz anstrengend. Das Gleiche haben wir auch dann noch probiert mit einer Carrera-Bahn, aber das schaut ihr euch am besten selber an, was die beiden da gemacht haben. So, wir sehen hier jetzt einen umgebauten Home-Trainer. Mit dem kann man Strom produzieren, was nachher auch geschehen wird. Elias und Linus werden uns das zeigen. Der Home-Trainer, den wir hier haben, der wurde verbunden mit einem kleinen Generator, der eben gekoppelt ist mit den normalen Pedalen. Und sobald die Pedale betrieben werden, also getreten werden mit der Muskelkraft der Oberschenkel, wird der Generator in Gang gesetzt. Im Generator drinnen wird eben dann der Strom produziert. Im Gehäuse dieses Home-Trainers wird dann der Strom zu den Haltegriffen nach vorne geliefert und dort drinnen wird dann der Strom umgewandelt und im Endeffekt verbraucht von den einzelnen Verbrauchern. Wir haben einerseits auf dieser Seite eine moderne LED-Lampe, die sehr wenig Strom verbraucht. Das sehen wir nachher auch bei den Jungs. Wenn die am Strampeln sind, geht das ohne Probleme. Im Vergleich zu der anderen alten Glühbirne
deren Technik schon über 100 Jahre alt ist und die wirklich sehr, sehr viel Strom benötigt. Und zu guter Letzt haben wir noch einen kleinen Reiseföhn dran gehängt. Der braucht noch um einiges mehr Strom. Der hat 150 Watt im Vergleich zu den anderen. Und hier halten es die beiden Jungs wahrscheinlich nicht lange durch. Und was haben wir da unten am Boden? Das schaut ja interessant aus. Jungs, was ist denn das da unten? Erzählt es ihr mir mal, was das ist. Das ist eine Carrera-Bahn. Eine Carrera-Bahn. Und was machen jetzt die Carrera-Bahn da am Boden? Da kann man spielen. Da kann man spielen? Und wie betreibt man die? Am Fahrrad arbeitet, muss man da treten und ihr zeigt mir dann, wie das Kurbeln. Geht. Ah, kurbeln muss man bei der? Wow, na dann bin ich jetzt aber gespannt. Und los. Der schon sehr, sehr viel Kraftaufwand benötigt. Und jetzt zu guter Letzt den Föhn, der mit 150 Watt wirklich sehr, sehr streng ist, anzutreiben. Das ist anstrengend, ha? Ja. Oi, oi, oi. Und die Haare sind immer noch nass. Ich glaube, wir brauchen Verstärkung. Ilias, übernimmst du da mal? Ja. Und schaust du mal, ob du den Föhn in Gange bringst. Oi, Schnauf. Ganz schön anstrengend. Probieren wir es gleich wieder aus. Zuerst mit der leichten LED-Lampe, die nur ganz wenig Strom benötigt. Und los. Eben, die funktioniert ohne, dass ihr irgendwelche Kraftanstrengung. Aber man hört es auch schon im Generator. Die normale Glühbirne ist wirklich streng und der Föhn ist noch viel strenger. Aber es ist lauwarm. Ja, da hört man jetzt schon fast was. Ah ja, ich spüre es, hier gibt es Wind. Jawohl, super Ilias. Gut gemacht. Bin ich ganz gespannt, wie das da jetzt mit der Carrera-Bahn funktioniert. Die Carrera-Rennbahn, die wir hier sehen, ist ein Eigenbau von den Lehrlingen von Illwerke VKW. Und hier wird auch wiederum Muskelkraft und auch ein bisschen Geschick gefordert, da sich die Fahrzeuge sonst nicht bewegen lassen. Also hier wird nicht nur einfach eingesteckt in der Steckdose, sondern hier muss man von Hand die einzelnen Fahrzeuge, die einzelnen Autos antreiben. Linus, zeig mir mal, wie das funktioniert mit diesem Drehgerät, das du da in der Hand hast. Das ist der Generator. Aha, da fährt dann das Auto weg. Worauf muss man da jetzt besonders achten? Muss man bei den Kurven bremsen? Nein. Nein, einfach Gas, gib mal Gas. Ich fahre viel schneller in der Kurve. Okay. Elias, du kannst auch damit fahren? Mhm. Wow. Okay. Habt ihr Lust auf ein Rennen? Mhm. Ja, dann geht's mal auf die Startposition und dann machen wir Rennen. So, einer ist schon am Start. Wer ist denn der Rote? Ich. Du bist der Rote, das ist der Ilias und der Blaue ist dann der Linus. Also genau wie eure T-Shirts. Also dann, auf die Plätze, fertig, los! Hey! Ausgekickt. Okay, da sind die Rennfahrer der Zukunft unterwegs. Hoi! Ich glaube, der Ilias hat das Rennen gewonnen, oder? Gehen wir mal davon aus. Okay, na dann. Gratuliere dem Sieger. Schau mal daher.
Wenn ihr selber mal testen wollt, wie viel Strom Elektrogeräte eigentlich wirklich verbrauchen, dann könnt ihr hier so ein Strommessgerät verwenden. Das ist ganz praktisch, da steckt man hier den Verbraucher rein, das heißt zum Beispiel einen Staubsauger, und die hintere Seite, die steckt ihr an die Steckdose, und dann könnt ihr hier über das Display ablesen, wie viel Strom hier verbraucht wird. Und da könnt ihr schon ganz gut sehen. Besonders interessant ist es, wenn wir Elektrogeräte anschauen, die auf einem sogenannten Standby-Modus sind. Das heißt, die sind eigentlich immer eingeschalten, und wenn man sie dann aber, man muss sie dann nur mehr mit einer Fernbedienung aktivieren, zum Beispiel bei Fernsehern. Und da könnt ihr auch mal messen, wie viel Strom hier tatsächlich in diesem Standby-Modus drauf läuft. Und wenn ihr das mal zusammenrechnet und eure Eltern einmal fragt, was das denn eigentlich kostet, so der Strom, dann könnt ihr da mal überlegen, ob ihr da nicht hier in den Stromsparmodus geht und dieses Gerät dann einfach ausschaltet. Und dann seht ihr schon, was ihr euch hier ersparen könnt. Jetzt haben noch meine beiden großen Helfer, der Linus und der Elias, einen ganz besonders wichtigen Hinweis an euch. Und zwar, wie geht man tatsächlich mit dem Strom um? Was ist denn da ganz besonders wichtig, auch im Umgang mit den Steckdosen? Also dann, Elias, Linus, wie funktioniert denn das genau? Also nochmal zusammengefasst, nicht in die Steckdosen greifen, das ist eher sehr gefährlich. Und arbeiten mit Strom immer den Erwachsenen oder Spezialisten überlassen. Was ist denn ganz wichtig jetzt beim Strom? Was müssen Kinder besonders beachten, Elias? Man darf nicht an die Steckdose reingreifen. Und was darf man auch nicht machen? Darf man mit was reinfahren oder ist das auch... Nein, das ist auch gefährlich. Was kann denn da passieren? Weißt du das? Dann kriegt man einen Stromschlag. Ja, und das ist nicht so gut, gell? Ganz wichtig. Danke. Jetzt habe ich da noch einen Tipp. Ihr könnt euch nämlich die Experten von der VKW Elwerke auch mal in die Schule einladen. Da gibt es ein eigenes Schulprogramm und da kommt der Michael dann mit seinem ganzen Team dann zu euch. Und die haben auch noch ganz lustiges Material, besonders für Schüler. Und zwar ist das Geheimnis der Elektrizität. Da gibt es ein ganz lustiges Heft dazu. Und vielleicht könnt ihr euch ja das gemeinsam dann in der Schule anschauen und das mal durcharbeiten. Ich finde das ein ganz tolles Programm. Und ihr könnt hier auch dann entweder mir schreiben oder auch direkt an die VKW Illwerke. Und dort könnt ihr euch dann informieren, wie das tatsächlich funktioniert mit dem Schulprogramm der VKW. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitspielen und viel Spaß mit Strom. Und wenn ihr jetzt im Sommer mal auf den Bergen seid, dann könnt ihr auch gerne mal ein Foto schicken von eurem Besuch bei einer Staumauer oder bei einem Stausee. Und ich würde mich freuen über Post. Und meine E-Mail-Adresse ist mint-koordination@bifo.at. Und damit wünsche ich euch jetzt noch ein schönes verlängertes Pfingstwochenende und viel Spaß. Tschüss!